gekommen. Jetzt, Moritz, zu deinem beruflichen Steckenpferd sozusagen und zu eurer beider privater Freude, nämlich dem FIFA-Zocken. Und mir wurde gesagt, ich habe jetzt eine Aufgabe. Genau, wir haben hier was, vorbereitet. Das ist richtig schön, so wie in der Fernsehküche. Ich habe mal was vorbereitet. Icon Moments Pack. Da ist also, Ikonen sind in FIFA die bestmöglichen Karten, aber ehemalige Spieler, Ronaldinho, Zidane, Pelé, whatever, die gibt es in verschiedenen Stufen. Und das hier ist die beste Stufe, Icon Moments. Und du kannst da jetzt auf Öffnen drücken. Und ich glaube, wir haben dann irgendwie so ein bisschen vor, dass du mal gucken, ob wir das erraten können. Indizien gibt's, wo wir dann eventuell erraten können, wer dieser Spieler ist. Okay. Ich möchte nur sagen, und wie letzte Woche bei SRV haben wir das auch gemacht und Nico hat für mich geöffnet. Also du misst dich jetzt im Prinzip mit Nico darin, wer ein glücklicheres Händchen hat. Welche Icon hast du bekommen? Moments Petit, was okay war, weil ich ihn schon tradable hatte und gespielt habe. Okay, ja. Okay, also Magic Fingers. Ja. Öffnen. Kann nichts aus einem Gesicht rauslesen. Das ist jetzt, ich auch nicht. Ist es ein bewusstes Pokerface? Naja, klar. Also nur zu einer. Also, okay, du hältst was in den Händen, was potenziell meinen restlichen Tag ruiniert. Das ist nur. Also, oder aber auch die, richtig gut machen kann. Klar, das ist ja, klar. Nur zur Tragweite. Die ja, wir, okay. Also, was soll ich euch jetzt sagen? Nationalität und dann Pass und all sowas. Fangen wir mit dem Passwert an, ja. Passwert 96. Boah, das ist hoch. Das muss so ein Pirlo oder sowas sein. Boah, bitte nicht Pirlo, das wäre super, super Upturn. Aber Pirlo wäre tatsächlich möglich, Xavi wäre möglich. Also generell Mittelfeldspieler muss es sein. Ja. Stimmt, das ist schon mal kein Stürmer, das ist schon mal nicht so gut. Nee. Was hat er für einen Dribblingwert? 93. 93 Dribbling. Ich denke an Xavi tatsächlich. Das ist ein gutes Näschen, glaube ich. Das könnte echt Moments Xavi sein. Jetzt, was ist die Defensive? 73. Dann ist doch eher Pirlo. Ist es Nationalität? Italien? Es ist Pirlo. Ja, es ist Pirlo. Es ist Pirlo. Oh, stark von dir. Aber es ist okay. Es ist okay. Also ihr müsst jetzt nicht so tun, als ob ich mit dieser Karte irgendwas anfangen würde. Nein, ich kenne ja dein Team. Also du findest ihn doof? Ich dachte eigentlich jetzt, als es so aufgetaucht ist. Nee, der Spieler ist überragend in der Wirklichkeit überragend gewesen. Jetzt für FIFA ist es eher so eine, ja, ist eine Fun-Karte. Also ist okay, eine Fun-Karte? Aber jetzt keine, wo man okay. Jetzt... Also du bist nicht happy. Wie viel hast du denn für diese Karte jetzt, für dieses Pack bezahlt? Die SBC, da stecken irgendwie, das sind ja Coins, heißt ja diese so, imaginäre ja. Währung. Da stecken jetzt irgendwie 700.000 drin oder sowas, ja, Coins. Aber ich könnte das jetzt nicht übersetzen in reales Geld. Ich weiß nur, wenn ich diese Karte kaufen würde auf dem Markt, den es ja auch dort gibt, dann wäre sie günstiger als das, was ich jetzt reingesteckt habe. Hm. Aber es ist nicht tragisch. Natürlich jetzt ein Verlust dann, ne? Das ist ein kleiner Verlust, aber... Also habe ich kein gutes Händchen bewiesen? Moment. Ich rede mir das, glaube ich, noch schön. Ja, doch. Du kannst es ja verkaufen. Auf dem Pirlo, der hat 5 Sterne Skills. Der hat 5 Sterne Skills, das ist schon gut. Ich hab schon einen Weg gefunden im Kopf, weil ich habe ja den Caligiuri von Augsburg. Siehste. Und der ist ja schwer zu linken. Und der italienische Icon passt ja gut da rein. Ist alles okay. Alles okay? Ja, alles okay. Perfekt. Guter Einstieg letztendlich doch. Okay, wir starten mit Community-Fragen in dieses Thema. Wir haben unsere Community gefragt, was sie von euch beiden eigentlich zum Thema FIFA wissen wollen. Und ich starte mal mit der ersten. Dom Gaming TV fragt, was... Kennst du? Ja. Okay. Was ist eure All-Time-Lieblings-FIFA-Karte? Boah, das ist gar nicht so einfach. Wahrscheinlich tatsächlich auch eine Icon der 91er Ronaldinho. Das ist die Mid-Version von Ronaldinho. Also es gibt 4 Versionen insgesamt. Base, Mid, Prime und dann die Icon Moments, die du ja gerade auch gezogen hast. Und diese 91er-Version, weil die einfach, die hat so eine geile Frisur. Die hat diese Ronaldinho-Frisur, die so nach hinten... Gibt die extra Punkte? Nee, aber die sieht einfach cool aus. Okay. Also dadurch, dass er individuell installiert ist, Ronaldinho, ich glaube, das ist meine All-Time-Lieblingskarte. Vor allem, weil sie halt auch über die Teile hinweg gab. Bei mir ist es... Pirlo, komm. Das ist ein Italiener. Es ist Antonio Di Natale aus FIFA 12. Ja, FIFA 12. Da war das so mein Lieblingsspieler. Weil der sehr, sehr gut war. Und die Serie A ist so eine Liga, die... Also Premier League ist meistens am teuersten, weil es am populärsten ist. Und Serie A ist meistens so vom Budget her eher was für einen schmalen Fuß. Und da konnte man gut was abgreifen, leistungstechnisch. Preis-Leistung war ein gutes Verhältnis. Und Di Natale war da mein absoluter Liebling, glaube ich, zu der Zeit. Okay. Zweite Frage.
Taubogason, 40. Kenn ich auch. Ich meine, du kennst also alle selber auch alle persönlich. Das sind alles Burner-Accounts von mir, ja. Habt ihr Spieler, die ihr durch FIFA stark over- oder underrated, auch was Legenden angeht? Ich hab's nicht, glaube ich. Maße ich mir einfach mal an. Aber ich glaube, dass es ein allgemeines Thema ist, dass FIFA in der Wahrnehmung vor allem von jungen Menschen krass prägt, wer gut war und wer nicht gut war oder gut ist und nicht gut ist. Weil es gibt einfach Karten, die sind in FIFA, also in FIFA geht alles um Tempo mittlerweile eigentlich. Also es ist auch wichtig, dass die Spieler schnell sind. Das ist eigentlich so schnell und beweglich. Und so Karten wie zum Beispiel oder Spieler wie Paul Scholes, die kommen einfach nicht gut weg dann bei FIFA. Und ich glaube schon, dass das so gerade im jüngeren Segment und bei mir vielleicht auch früher so war, dass das dann Leute prägt so ein bisschen, ja. Ja, also es gibt auch Harry Kane ist so ein Beispiel, auch eigentlich einer der Top-Stürmer der Welt aktuell, aber der kommt auch nicht gut weg. Und das ist, glaube ich, auch in der Wahrnehmung einfach dadurch, dass man ihn in FIFA nicht spielt und einfach sehr viele junge Menschen FIFA spielen und gleichzeitig auch irgendwie Fußball schauen, spielen, wie auch immer, ist dann so die Wahrnehmung, ja, der Kane, ja, okay, gut, ich sehe den vielleicht mal in der Champions League oder sonst irgendwo mal treffen, aber ja, so richtig präsent ist der mir nicht, weil der eben einfach in FIFA nicht so gut ist. Aber warum ist er denn in FIFA nicht so gut? Weil ihm einfach die Attribute fehlen. Also, wie Niklas schon gesagt hat, es gibt so ein paar Attribute, die einfach jedes Jahr wichtig sind und dann von FIFA zu FIFA verändert sich das manchmal noch ein bisschen. Tempo immer wichtig, Dribbling eigentlich immer wichtig. Es gibt dann noch Skill-Moves oder schwacher Fuß. Also auch nochmal zwei Attribute, die so einen Spieler ausmachen. Und dann kann es halt sein, dass irgendein Spieler, der genau diese vier Attribute sehr hoch hat oder sehr gut ist, viel besser ist in der Wahrnehmung in FIFA als ein Harry Kane, der an sich aber eigentlich viel besserer Fußballer ist oder viel erfolgreicherer Fußballer ist. MM, kennst du auch? Nee. Fragt nach euren Best-of-FIFA-Sprüchen. Das ist eine sehr vage Frage. Ja, ich glaube, das sind die Kommentatoren gemeint. Ah. Der Abiturient nennt das Antizipieren. Das ist einer von den Großen, der Abiturient. Wenn eine Flanke zu hoch war, irgendwie, dann sagt Frank Buschmann meistens immer irgendwie... Karim Abdul-Jabbar? Ja, das war ein Basketballspieler oder sowas, der war eins oder zwei Meter irgendwas groß. Sowas gibt es. Was gibt es denn noch an großen Sprüchen aus FIFA? Ich habe den Kommentator seit Jahren aus. Deswegen. Bei mir jetzt ist es dasselbe, weil ich streame, ich höre den Spielsound gar nicht selber. Und deswegen höre ich auch keine Kommentarspur mehr. Ja. Aber viele Leute spielen mit spanischen Kommentatoren tatsächlich, weil die einfach viel geiler Goal, 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 Goal schreien. Ja. Das ist, Also ich glaube, das sind zumindest die zwei Sprüche, die ich jetzt auf Anhieb nennen könnte, die mir irgendwie im Kopf geblieben sind. Aber die sind, glaube ich, auch beide schon älter und ich glaube, teilweise auch nicht mehr drin. Du bist auch selber FIFA-Kommentator. Kommentierst du deine Spiele dann selber, während du? Nee, ich glaube, das wär der Overkill. Wenn ich mal streame, dann mache ich das manchmal natürlich, einfach für die Leute, die da zuschauen. Aber wenn ich jetzt nur für mich spiele, dann genieße ich das Spiel einfach und kommentiere da nicht noch parallel mit. Keno Scheffold. Ich sag nichts mehr. Fragt, wenn ihr an FIFA etwas ändern könntet, also Spielmodi entfernen, hinzufügen, revolutionieren, alte Dinge wieder zurückbringen, zum Beispiel Rewards, was würdet ihr tun? Ich hoffe, ich darf sagen, FIFA Points raus. FIFA Points ist, du kannst mit echtem Geld diese FIFA Points kaufen und mit diesen FIFA Points kannst du dann Packs öffnen. Und das ist dann auch das, was letztendlich den so. Das hast du doch gerade gemacht. Aber ich habe kein echtes Geld. Also echtes Geld war dann nicht. Das ist nur mit den Punkten. Mit der virtuellen Währung. Genau. Das ist ja auch wie so eine Börse. Da kannst du ja auch dann irgendwie handeln und dir Gewinne erwirtschaften mit dieser virtuellen Währung. Und dieses Geld, was du reinstecken kannst, das bringt den sogenannten Pay-to-Win-Aspekt in das Spiel. Das heißt, du kannst Geld bezahlen und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du gute Karten hast. Und gute Karten erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass du gewinnst. Und den Aspekt würde ich komplett rausnehmen. In meiner idealen Welt wäre das nicht drin. Da sprechen wir auch gleich nochmal drüber nach den Community-Fragen über dieses Thema. Was würdest du gerne verändern? Ich würde 2-2 viel mehr in den Vordergrund rücken. Weil letztendlich, sehr gute Antwort. Also, sehr gute Antwort. Wir haben dieses Jahr in FIFA 22 sehr viele Aspekte schon mit reinbekommen in 2-2, aber es ist immer noch sehr schlecht umgesetzt, muss ich sagen. Und gerade auch was so die Competitive-Szene, also diese E-Sport-Szene in FIFA angeht, würde ich mir persönlich wünschen, dass 2-2 eine viel größere Rolle spielt. Dann ist das Thema Weekend League, das ist so ein wöchentlicher Wettbewerb, immer eben am Wochenende mit einer begrenzten Spieleranzahl. Den muss man 2-2 spielen können mit Freunden, im besten Fall sogar online. Das heißt, Niklas kann hier in Berlin sitzen, ich kann irgendwie in Stuttgart sitzen und wir können zusammen aber spielen. Das wäre das Größte, glaube ich, was aus, ich sag mal, sportlich gesehen. Ja, und das würde, glaube ich, die Leute auch
ganz anders viel entspannter machen. Ja. Weil ich finde immer, wenn man alleine nur für sich spielt, dann hat man keinen, mit dem man seinen Ärger teilen kann, so richtig. Dann fehlt das Ventil, man kann einfach nur schreien. Und wenn man jemanden hat, der mit dabei ist, dann ist es so ein bisschen geteiltes Leid, halbes Leid und das macht das alles so ein bisschen entspannter. Ich finde, zu zweit spielen, da bin ich... nur einen halben Herzinfarkt statt einen... Genau, ja, genau. Dann teilt man sich das. Ja, ich bin da auf jeden Fall deutlich relaxter, wenn ich jemanden an meiner Seite habe, als wenn ich alleine spiele. Und es macht einfach deutlich mehr Spaß. Ja, das auch. Absolut. Definitiv, ja. Dann die letzte Frage, das ist auch die, die am meisten von der Community geliked wurde, also scheint es viele auch zu interessieren oder diese zu beschäftigen. @ro29 fragt, wie hat FIFA die Sicht auf den Fußball und besonders auf Spieler verändert, gerade was der Hype angeht, das effektive Können, genau, hinsichtlich des effektive Können von Spielern, das habt ihr eben schon ein bisschen angesprochen mit Harry Kane war es, glaube ich. Ja. Also ich denke, das kennst du auch so. Es gibt einzelne Spieler, die man auch vielleicht erst dadurch kennenlernt durch FIFA, weil die halt irgendeine besondere Karte bekommen in irgendeiner Promo. Also es gibt fast jede Woche gibt es irgendwie ein neues Set an Karten mit verbesserten Spielerwerten dann. Und so Jonathan David zum Beispiel, das ist ein Spieler, ein Kanadier, spielt bei Lille. Ja. Und ich habe den vorher eigentlich nicht wahrgenommen, aber plötzlich hat er eine gute Karte und dann nimmt man den irgendwie wahr und merkt erstmal, oh krass, der schießt tatsächlich sogar relativ viele Tore, der ist irgendwie sehr gut unterwegs, aber also ich wäre sonst nie auf diesen Spieler gekommen. Und von dem her macht das auf jeden Fall was mit der Wahrnehmung, dass man zum einen viel mehr über die Spieler weiß, weil ich glaube, du kannst auch über irgendwelche random Spieler aus irgendeiner Liga die Nation und Position festlegen und auch, ist das ein schneller Spieler oder nicht, weil man einfach die über FIFA kennt. Und von dem her verändert es in jedem Fall die Wahrnehmung, auch einfach, weil man durch bestimmte Live-Karten, also Karten, die dann auch durch das tatsächliche Fußballgeschehen beeinflusst werden, also irgendwelche Champions-League-Spiele oder Ligaspiele, fiebert man auch nochmal ganz anders mit und plötzlich hat man irgendwie eine Bindung zu einem Spieler und denkt so, boah, das ist mein Held. Plötzlich. Guckst du dann auch tatsächlich mehr dann mal die Spiele von diesem Spieler? Also, dass du dann tatsächlich... weiß ich nicht, mal die holländische Liga einschaltest oder die spanische oder die italienische oder wo auch immer dann irgendwie die Spieler sind, die du jetzt irgendwie dann auf einmal bei FIFA in deinem Team hast und besonders gut findest und dir dann die Spiele mal anguckst, weil du den dann eben auch mal in echt sehen willst? Nach Möglichkeit schon, wobei ich dann trotzdem eher an diesem FIFA-Aspekt interessiert bin und dann auf jeden Fall die Ergebnisse check. Also bestes Beispiel Caligiuri, war jetzt auch wieder so eine Spezialkarte, der musste bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um bestimmte Upgrades zu bekommen, also besser zu werden noch. Und dann habe ich eben auf jedes Augsburg-Spiel geguckt, hat der gespielt, hat der getroffen, hat Augsburg gewonnen, einfach um diese Voraussetzung abzuhaken, um halt zu wissen, bekommt der nochmal ein Upgrade oder nicht, weil ich den halt gerne spielen wollte. Und so schafft das eben so nochmal eine Bindung eigentlich zum Fußball. Ja. Und das ist eigentlich immer ein sehr guter Aspekt bei FIFA, den sie mittlerweile halt drin haben. Und ich habe zwei Namen, wo das bei mir passiert ist. Es geht in beide Richtungen. Du kannst Leute, glaube ich, also wenn jemand langsam ist in FIFA, dann... Bei jungen Leuten kommen die schlechter weg in der Wahrnehmung, glaube ich. Parejo von Villarreal ist so ein Spieler, der immer sehr langsam ist und deswegen in FIFA nicht genutzt wird. Und ich glaube, junge Leute vielleicht oder sehr junge Leute, die auch keine La Liga gucken, die haben dann vielleicht ein negatives Bild von ihm. Aber ich habe zwei Spieler bei mir. Di Natale ist der eine, den ich in FIFA geliebt habe. Und über das FIFA-Stück habe ich angefangen, mich für den tatsächlichen Spieler zu interessieren. Und manchmal hast du Glück und Di Natale kommt dann raus, okay, der Typ ist einfach eine absolute Ikone. Das ist eine Udine-Vereinslegende, hat da Jahr um Jahr um Jahr gespielt, bis in die hohen 30er am Start gewesen, ist als Mensch super krass, super cool. Ich glaube, der hatte einen Teamkollegen, der jung verstorben ist, aber eine pflegebedürftige Schwester hatte. Und da hat dann irgendwie Di Natale plus Mannschaftskollegen auch haben dann eben das übernommen, die finanzielle Absicherung der Schwester und sowas. Und ein weiterer Spieler, Iñaki Williams von Bilbao. Der war in FIFA 19 meine Lieblingskarte. Und ich habe jetzt zu Hause ein Bilbao-Trikot liegen mit seinem Namen hinten drauf und guck gerne die Spiele von denen, weil ich den Spieler so cool finde. Also. Diese FIFA verbindet dann irgendwie zu Vereinen, die du oder Spielern, die du eigentlich gar nicht. 100%, ja. Ich habe da Bindungen aufgebaut, die ohne dieses Spiel auf jeden Fall nicht entstanden wären, ja. Ich habe mich zum Beispiel auch eine Zeit lang für Houston Dynamo interessiert. Okay. Durch FIFA. Das war noch FIFA 12, FIFA 13. Wegen Karrieremodus oder wie? Nee, durch Ultimate Team. Ich hatte irgendwie ein, zwei Spieler. Wer hat denn da gespielt, der irgendwie gut gewesen ist? Keiner hat der gut gespielt. Es war eine Bronzekarte, ein 62 bewerteter Spieler, Craig Carr oder irgendwie sowas hieß der. Überragend. Ich habe den gefeiert. FIFA 13 war es, glaube ich. Und damit habe ich mich für Houston Dynamo mal kurz interessiert. Also, wer interessiert sich für Houston Dynamo sonst aus Deutschland? Random. Du hast es eben angesprochen, Ultimate Team, und wir haben eben dieses Pack geöffnet und du hast es eben auch schon so ein bisschen angesprochen, dass das so ein bisschen Glücksspiel auch ist, was da bei FIFA läuft. Also du kannst das auch nicht nur diese Punkte, um dir dann irgendwie diese Packs zu kaufen, eben diese Punkte erspielen, sondern du kannst die auch mit
realem Geld sozusagen kaufen, ja. Wo viele ja, Jugendliche vielleicht dann auch so ein bisschen in diesem Glücksspielmodus möglicherweise so abrutschen. Ihr beide, ihr habt gesagt, ihr kauft nichts, ihr spielt euch sozusagen hoch, aber welche Gefahren birgt das vielleicht auch, dass man da irgendwie Geld reinstecken kann und viele das ja auch dann machen? Willst du zuerst? Ich glaube einfach, dass das so eine Art Einstieg in Spielsucht ist, weiß ich nicht, aber es ist einfach, es ist ja letztendlich Gambling. Du kaufst etwas und dann öffnest du etwas oder kriegst etwas, von dem du nicht weißt, was es ist und eventuell ist es sehr, sehr viel wert oder sehr, sehr wenig. Das heißt, es ist ja also die Definition von Glücksspiel, dass du etwas erwirbst und dann über einen Zufalls- oder Mechanismus, über einen Algorithmus kommt dann irgendwas bei raus, ob das dann jetzt irgendwie die 5 Sonnen sind an der Slotmaschine oder ob dann plötzlich dich Lionel Messi anlächelt, das ist dann irgendwie, ja, der Mechanismus ähnelt sich ja eben dann doch sehr. Und ich glaube zum Beispiel in Belgien müsste das so sein, dass das Erwerben dieser FIFA-Points, glaube ich, schon verboten wurde, dass das nicht möglich ist, weil das eben eingestuft worden ist, Lootbox-Mechanik nennt man das, glaube ich, auch, ja. als Glücksspiel letztendlich, als eine Form von Glücksspiel. Das ist ein sehr spannendes Thema insgesamt, weil auch eben es gibt schon mehrere Versuche, das irgendwie zu reglementieren, auch eben rechtlich irgendwie daran zu kommen und das eben im besten Fall rauszunehmen. Du hast ja gesagt, FIFA-Points im besten Fall ganz rausbekommen aus diesem Spiel. Wäre auch möglich, weil wir spielen beide eben eine Road to Glory, also geben kein Geld in dieses Spiel. Und wir haben gute Teams. So, also ich glaube, da kann man wunderbar mit arbeiten und wir haben es uns komplett erspielt. Es ist möglich, man fühlt auch nochmal mehr eine Verbindung zu den Spielern. Und so dieser Einstieg von, du bekommst irgendetwas und in den meisten Fällen ist es schlecht. Und dafür hast du wirklich dann relativ viel Geld gezahlt. Also du kannst, glaube ich, Packs für 20, also im Wert von 20 Euro kaufen und wenn man diese Packs sich mal so erspielen würde, über irgendwas, wie auch immer, eine SBC, irgendwelche Aufgaben oder sowas, dann merkt man auch, okay, in diesen Packs ist wirklich selten auch so richtig was drin, was einen voranbringt, was wert ist. Aber es wird ja halt alles als das größte Pack überhaupt, das beste Pack aller Zeiten und so weiter verkauft. Und am Ende ist gar nicht so richtig klar, was ist da wirklich drin. Das wurde schon mal nachgebessert, also mussten sie dann tatsächlich auch, weil sie eben in den Rechtsstreit gegangen sind. Und zum anderen, ja, einfach die Erfolgsquote ist sehr gering und am Ende muss man auch dazu sagen, nach August interessiert niemanden mehr, was man hatte. Das wollte ich nämlich auch ansprechen, weil sobald du das neue Spiel dann für die neue Saison kaufst, ist ja alles, was du dir erspielt oder eben auch gekauft hast, das ist hinfällig. Das ist dann einfach mal den Rhein runtergeflossen und dann fängst du mal von vorne an. Es ist irgendwo auch cool, weil ich glaube, man kann nicht darauf aufbauen, weil der Zyklus ist ja so angelegt, dass du am Ende des Jahres eine Mannschaft hast. Das Maximalrating, was ein Spieler haben kann, ist ja 99. Und du bist dann normalerweise am Jahresende bei einer Mannschaft, die irgendwie einen Durchschnittswert von 95, 96 hat im Rating teilweise. Wenn du wirklich intensiv spielst und da ist dann einfach keine Luft mehr nach oben. Das heißt, es macht auch Sinn, dass du es nicht mitnehmen kannst. Aber klar ist natürlich, du verlierst alles. Also es ist alles für ein Jahr und das ist dann erstmal wieder weg natürlich. Aber ich merke auch an mir selber tatsächlich so diesen Aspekt öffnen zu wollen. Das huckt einen ja. Man macht so ein Pack auf, dann ist ein Adrenalin-Rush mit verbunden. Zum Beispiel dieses Pack eben. Letztendlich habe ich diese Show hier gerade benutzt heute, um für mich selber, weil ich wusste eigentlich, dass es Quatsch, dieses Pack zu machen. Es lohnt sich nicht, die Wahrscheinlichkeit ist schlecht. Und da habe ich mir so selber eingeredet, wenn ich das hier mitbringe und das dann irgendwie einfließen lasse als Unterhaltungsaspekt, dann kann ich das von mir selbst rechtfertigen, dass ich das mache. Aber ansonsten ist es einfach nur, okay, ich spüre so diesen inneren Juckreiz, das machen zu wollen, diesen Kick haben zu wollen. Aber warum, also klar, du sagst, du würdest es gerne rückgängig machen, dass man dafür eben kein Geld bezahlen kann. Aber die Frage ist ja, warum sollte die das rückgängig machen? Die können ja da zusätzlich richtig viel Kohle mitmachen. Ja, ich glaube, du kannst die tatsächlich nur über diesen Hebel von Jugendschutz oder von, also wirklich über eine rechtliche Keule eigentlich da irgendwie wieder zurückholen, weil ja, natürlich, die verdienen Unmengen an Geld und das ist dann schade, wenn wir auch darüber sprechen, was geht da competitive, also wenn du dir diese Wettkampf-FIFA-Szene anschaust, das ist lächerlich, was da passiert und die haben so viel Geld eigentlich, allein durch Ultimate Team, was eben die Grundlage ist für den ganzen E-Sport drumherum, dass du dich fragst, okay, also wohin geht eigentlich dieses ganze Geld, dieser ganze Gewinn, den die haben, weil der kommt nicht da an, wo er eigentlich sollte. Machen wir als letzte Frage, um das so abzuschließen. Habt ihr einen Geheimtipp, wie man irgendwie eine gute Teamchemie zusammenbauen kann, ohne dass man da eben richtig Geld reinsteckt, was ihr ja nicht macht, damit es ein super Ultimate Team wird? Habt ihr irgendeinen Geheimtipp für die Community?
Du lachst schon so. Ich fand die Frage einfach schön formuliert. Da tropf einfach raus, dass du jetzt nicht gleich nach Hause gehst und selber die Konsole anmachst. Das war einfach eine schöne Frage. Geheimtipp für Ultimate Team zum Boah. Sich leiten lassen von dem, was man irgendwann mal bekommen hat und damit einfach auch spielen, weil es gibt, dieses Jahr ist das noch mal krasser als in den anderen Jahren eigentlich, weil es so ein Überangebot an guten Karten gibt. Also du hast so sehr viele günstige Karten, die wirklich gut sind, mit denen man wirklich gut spielen kann, die halt nicht das Top-Level sind, also da reden wir eben nicht über Pelé oder Maradona oder sonst irgendwen, den du sonst vielleicht spielen würdest. Du hast Top-Spieler, die günstig sind und mit denen kann man wunderbar spielen und da kann man sich so gut was zusammenbauen. Also einfach rausfinden, irgendwie Jonathan David ist ein 87er, kostet quasi nix so. Einfach mal einbauen und den spielen, weil man kann mit diesen Karten auf jeden Fall Spaß haben. Also gar nicht sich drauf versteifen, ich muss die besten Karten spielen. Ich glaube, das ist der beste Weg, um Spaß und ein gutes Team zu haben. Meine zwei Tipps sind, wenn du irgendeine krasse Karte untauschbar ziehst, der Pirlo zum Beispiel hier, den kann ich nicht verkaufen, der ist untauschbar. Das heißt, ich kann den nur behalten oder in eine nächste SPC reinstecken. Wenn du irgendwas Krasses untradable ziehst, darum dein Team bauen, wenn die Karte richtig gut ist. Und ansonsten für Leute, die halt auf einem kleineren Budget fahren, immer auf kleinere Ligen gehen. Serie A ist eigentlich immer mein Go-To. Das war früher, als ich noch nicht getradet habe und sowas, war immer Serie A meine Go-To-Liga, weil ich finde, dass es eine der Ligen ist, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis von den Spielern her mit das Beste ist. Also dann eben nicht auf Premier League gehen oder was auch immer, sondern eher mal auf Serie A gucken oder sowas in der Art.